8 Samstagen ist Weihnachten. Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung? Nein, dann könnte das dieses Album ändern. Ihr Sünderlein kommt von der ERV. Und er ist heute auch hier, Thomas Spitzer. Freut mich sehr, dass du gekommen bist. Mich freut es auch. Ihr Sünderlein kommt. Also ist natürlich schon ein lustiger Titel, aber was erwartet denn die Zuhörer, wenn sie das Album kaufen? Ich glaube, wenn man also die Weihnachtslieder der letzten Jahrhunderte sich vergegenwärtigt, wird das ein Album einer etwas anderes, wird ein bisschen anders sein. Also vielleicht auch nur für eine Minderheit, also die nicht mehr an den Weihnachtsmann oder ans Christkind glauben. Auf jeden Fall, es gibt ein paar ernste Titel drauf, aber es ist natürlich in alter ERV-Tradition auch humoristisch, bis natürlich auch kritisch, was das Weihnachtsgeschäft betrifft. Auf jeden Fall ein Album, das unter keinem Gabentisch fehlen sollte. Im Radio wird es, glaube ich, nicht sehr oft gespielt werden, das eine oder andere Lied. Aber das entspricht auch ganz meinen Vorstellungen. Und es gibt ja eine kleine Geschichte im Jahr 79, als der Gerd Steinbecker von SDS noch unser Sänger war, hatten wir eine Deutschland-Tournee mit besagtem Weihnachtsalbum. Das war also Tradivaber-like und wirklich ein Anarcho-Ding, sondergleichen. Und seitdem wünschte ich mir, das irgendwann einmal auf Tonträger herauszubringen. Und so lange hat es gedauert? 42 Jahre hat es gedauert. Bei uns in unserer Historie sind halt ein paar Hits dazwischen gekommen, ein paar Tourneen und so weiter. Und jetzt vielleicht bisschen also, Gold, bisschen Platin, ein paar Charterfolge. Genau. Und jetzt war es aber dann natürlich auch ein fast dankenswerter Zufall, dass die Pandemie dazwischen kam. Weil erstens einmal waren sehr viele Musiker, die da auch mitwirken. Das ist das Who is Who. Der österreichischen Musikszene. Ich habe es mir sogar rausgeschrieben, von Willi Resetaritz, Paul Pizzerra, Christopher Seiler, ja. Lemo, Tubu Bier, das ist ja wirklich alle dabei. Alles, was Sinn für Humor hat. Und das war natürlich jetzt, die wären normalerweise auf Tournee gewesen und so war also dieses Corona-Jahr eigentlich der ideale Zeitpunkt, es doch noch fertig zu bringen. Und es ist natürlich durch die vielen Interpreten enorm bunt geworden, klarerweise. Und also mir gefällt es, dem einen oder anderen wird wahrscheinlich Last Christmas besser gefallen, aber es muss ja für jede Klientel irgendetwas getan sein. Muss es was geben. Du bist das Urgestein, du bist das Mastermind. Wenn du sagst, du wolltest schon seit über 40 Jahren so ein Weihnachtsalbum machen, waren das nur noch Ideen, die du in der Schublade hast und nur noch rausgezaubert hast? Na, oder kam da sehr viel Frisches dazu? Na, das ist klar. Also in 4 Jahrzehnten ändern sich natürlich auch die Zeiten, nicht nur mein Äußeres oder unser Äußeres. Aber also ein gutes Drittel ist in der Form, wie wir es damals vor über 4 Jahrzehnten also live auf die Bühne gebracht haben. Und natürlich haben sie also so vor 10 Jahren habe ich begonnen, mich dieses Themas noch einmal anzunehmen und habe dann in Berlin bei meinem guten Freund Harry, ein richtiger Rock'n'Roller, in seinem kleinen Kellerstudio die Musik gemacht. Und dann dauerte es aber noch einmal 10 oder 11 Jahre, bis es jetzt fertig ist und natürlich hat man gewisse Dinge aktualisiert, aber trotzdem ist das Rahmenmaterial ist eigentlich jetzt schon 42 Jahre alt. Aber es klingt immer noch gut. Ich durfte ja schon vorab reinhören. Und du sprichst mit mir noch, oder? Ich habe mich köstlich amüsiert. Sag mal, 2010 hast du schon gesagt, dass du eigentlich mit der ERV aufhören möchtest, weil dieses Korsett, ich glaube, es war ein Interview in einem Magazin, doch sehr eng geschnürt ist und du möchtest ein bisschen weiterentwickeln und vor allem, weil dir die andere Arbeit sehr viel Spaß macht, abgesehen von der ERV. Aber das heißt, es ist doch ein beträchtlicher Teil meines Lebens, also 42 Jahre ERV ist das. Ja, das prägt schon. Könnte man sagen, das ist ein gutes Drittel, wenn ich jetzt optimistisch erscheinen möchte. Es war so, dass die neuen Alben und die neuen Programme mir immer Spaß gemacht haben. Was mir weniger Spaß gemacht hat in den letzten 10, 15 Jahren, deshalb gab es auch einen Ersatzgitarristen. Das war also quasi die alten Hits halt permanent zu spielen, weil das halt keine Herausforderung für mich war. Also ich bin als reproduzierender Gitarrist, irgendwie denke ich mir, da bin ich unterbeschäftigt. Ja. Und deshalb war es so, dass die ersten 20, 30 Konzerte, also Hamburg, München, was weiß ich, Berlin, Wien, war ich gern dabei, weil ich auch für die visuelle Umsetzung, was Kostüme und Bühnenbild betrifft, also das hat dann Spaß gemacht und dann habe ich mich zurückgezogen nach Kenia in mein Studio, um schon wieder an neuen Dingen zu arbeiten. Aber das heißt nicht, dass die ERV grundsätzlich mir also
bis zum Hals. Auf die Nerven gegangen ist. Aber also die Hitparade spielen, sage ich, das kann wer andere auch. Und wichtig ist, dass der Klaus in der Mitte steht und wer links und rechts neben steht, ist nicht so wesentlich. Und so war es ein sehr guter Kompromiss. Ich konnte andere Dinge machen. Die Band war gut beschäftigt und so war das ein für beide Seiten, glaube ich, ein gangbarer Weg. Und dann hattet ihr die Abschiedstournee, da war ich auch mal in Wien bei einem Konzert dabei, wenn du dich erinnerst, haben wir auch ein Interview gemacht. Jetzt kommt das Weihnachtsalbum und es ist ja so, also eure Abschiedstournee war ja wirklich sehr erfolgreich. Und da überlegt man sich da nicht doch, okay, das Weihnachtsalbum, ich wage die Prophezeiung, es wird auch sehr erfolgreich werden, dass du dir denkst, so, naja, alle paar Jahre wird schon so ein ERV-Projekt gehen? Das hängt eigentlich weniger von mir ab, aber ich glaube, sowohl der Klaus, der jetzt bereits den 70er schon überschritten hat, als auch ich, ich habe noch 1,5 Jahre Zeit, aber auf jeden Fall, wir waren der Ansicht schon seit einigen Jahren, dass man also aufhören sollte, mit einer gewissen Würde, also das heißt nicht dann durch Bierzelte tingelnd seine 7, 8 Fata Morganas und Märchenprinzen und Co. zu singen, weil das ist eine ganz schlimme Vorstellung. Mhm. Aber auf der anderen Seite, weil du das jetzt ansprichst, das allerletzte Konzert war ja das zweite, glaube ich, Wiener Stadthallenkonzert, also das muss ich gestehen. Da wird dann also retrospektiv mir gedacht, 42 Jahre ERV und das war jetzt das letzte Mal, also da hätte ich beinahe, obwohl ich nicht sehr nah am Wasser gebaut bin, zu weinen begonnen, weil das war dann irgendwie auch ein Schock. Und so im Corona-Jahr habe ich mir gedacht, also nie mehr auf der Bühne stehen, das ist auch nicht gut, aber ich darf ja jetzt im späteren November dann bei Duberbier ich glaube, das ist im Volkstheater oder irgendwo, zweimal mitmucken und auf das freue ich mich sehr. Also, das heißt, also du pickst dir die Highlights quasi raus. Nein, aber oder? Das ist halt schon so, also Musik machen, Texte schreiben und auch meine Karikaturistenkarriere, also das sind sowieso meine. Sagtest du ja auch unlängst in der Ausstellung. Auch das, genau, aber ja. Also das sind die Dinge, denen ich mich jetzt vermehrt widmen kann, aber so ganz. Ein völliger Bühnenentzug ist halt irgendwie auch nicht lustig. Also nach 42 Jahren geht das nicht mehr. Das war aber auch jetzt im Frühjahr heuer für mich also auch quasi wie ein Luftröhrenschnitt. Als die, eigentlich waren es ja fast 3 Generationen, nehmen wir vom Herrn Kurt Ostbahn bis, ich glaube, der Jüngste ist der Christopher Seiler. Und irgendwie wieder in einem Studio mit realen Menschen arbeiten zu können, also das war schon so, das war also irgendwie das Highlight der letzten 1,5 Jahre, weil also Musik kann man zwar theoretisch zu Hause machen mit einem Computer oder in seinem Kämmerlein, aber mit engagierten, tollen Partnern zu arbeiten, das ist mir schon sehr abgegangen und würde mir auch in Zukunft abgehen. Und solange nicht der Sensenvater hinter mir steht, werde ich sicher noch sehr viel an, ob musikhistorisch wertvoll, weiß ich nicht, aber verschiedenstes noch, also versuchen und das ist halt, ja, ist halt mein Leben, ist halt auch die Musik unter anderem. Auch die Musik. Und dein Leben seit 2,5 Jahren ist auch noch bereichert worden. Du hast ja einen Sohn bekommen. Ich habe einen Muss ich dich fragen, meine Nichte ist ja auch 2,5, ja. Für mich ist sie ein Energiegeber, für meine Schwester wahrscheinlich ein Energienehmer, weiß ich nicht. Aber wie ist das bei dir? Also spürst du diesen frischen Wind daheim, sagst, ja, okay, wir machen Dinge vielleicht Spaß, die mir früher gar keinen Spaß mehr wieder gemacht haben? Oder ist es anstrengend für dich? Ich würde nicht von einem Wind sprechen, sondern von einem kleinen Tornado. Also so pünktlich um 6 Uhr morgens ist vorbei mit der spitzerschen Nachtruhe, weil da sitzt er auf mir, aber er ist ein Wonnebrocken. Ich kann ihm nie lang böse sein und vielleicht bedingt auch durch die Altersmilde, bei mir darf er alles. Er, hat das sofort auch, er war ja bereits ab seinem 10. Lebenstag mit auf der ganzen Abschiedstour. Also er war ein halbes Jahr mit auf Tour. Also er ist, ich habe ihm aber gleich gesagt, auf der Wiener Stadthalle, da war er, glaube ich, da war er 11 Tage alt, habe ich gesagt, nicht, mein Sohn, nicht, dass du mir diesen Beruf aussuchst. Du lernst was Gescheites, was Ordentliches, wie es halt Eltern so gern haben. Aber ich glaube, ich bin auch belastbarer. Die Mutter ist logischerweise etwas jünger und die ist die Strenge und bei mir da sofort überrissen. Da die Schwachstelle bin ich, also Autoritätsfaktor 0. Aber er ist natürlich, es ist eine tägliche, teilweise Belastung, er kann schon ein bisschen nerven. Mit 2,5 Jahren können die Kinder ganz schön unterwegs sein.
Aber da braucht man das gar nicht bescheinigen. Es ist eine Freude, in noch unschuldige, reine, klare Augen zu sehen. Sein Lachen, das entschädigt für alle Nervenstränge, die er mir durchtrennt. Sag mal, weil du es gerade angesprochen hast, hättest du oder würdest dich stören, wenn er mal sagen wird, ich möchte eigentlich Musiker werden? Das ist jetzt, also... Sehr weit vorausgegriffen, aber... Na, erstens einmal Kinder machen, das hat auch meine Mutter einsehen müssen, machen sowieso, was sie wollen. Das heißt, also die elterliche Autorität endet, glaube ich, irgendwie mit der Pubertät der Nachkommenden. Also ein Kind wird sowieso das machen, was es machen will. Ich werde ihm das jetzt nicht unbedingt einreden, dass es ein toller Beruf ist, weil wenn man es sich genau überlegt, es gehört unheimlich viel Glück dazu. Also in Österreich ist es vielleicht, sind das ja, 20 Leute, die jetzt über längere Zeit gut davon leben können. Also Hauptsache ist, er wird ein glücklicher Mensch. Entweder wird er Genie oder Terrorist, keine Ahnung, er soll auf jeden Fall zufrieden sein. Er muss aber nicht unbedingt Musiker werden. Er hat natürlich schon sein eigenes Schlagzeug, sein eigenes Keyboard. Er zeigt verdächtige Ambitionen in diese Richtung. Ja, wenn er mit 10 Tagen auf einem Konzert war, dann, ja. Das prägt natürlich sehr. Sag mal, den Sohn gibt er so Energie, das sieht man auch, finde ich, ja. Wahrscheinlich auch Inspiration. Was kommt als nächstes? Jetzt mal die ERV-Weihnachtsalbum, du bist eben gerade auf Promo-Tour. Das ist ein lang ausständiges, damit abgeschlossenes Kapitel. Dann wäre natürlich, was ich ja immer eigentlich gern parallel zur ERV über Jahrzehnte schon gemacht habe, eben sind also Songs, die also nicht jetzt lustig sein müssen oder kritisch sein dürfen. Und weil Fritz immer geheißen, ja, ERV ist eine unterhaltsame Partyband, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Ja, also, das stimmt. Also gerade, es gibt, glaube ich, für den Steinbecker sicherlich 7, 8 Songs, für den Boris Bukowski, für den Wilfried 25, bis hin zu Udo Jürgens. Also, es gibt auch andere Bereiche, wo es eher um emotionalere Songs gibt, die mir eigentlich mehr Spaß gemacht haben, als das zu machen, was man von der ERV verlangt. Was aber nicht heißt, dass ich ein Kind von Traurigkeit bin, ganz im Gegenteil. Ich bin kindisch bis zur Urne. Aber es gibt natürlich auch andere, Lemo zum Beispiel, das gegen großartiger den Wind. Künstler. Das, und sage ich das, es sind Lieder, die halt bei der ERV schwierig waren, unterzubekommen, weil die Industrie schon gemeint hat, ja, aber das ist jetzt nicht. Und das, sage ich, was heißt, das ist nicht, das ist ein Teil von mir. Und also diesen Dingen werde ich mich sicher ein bisschen vermehrt jetzt zuwenden können, weil es jetzt niemanden mehr gibt, also der sagt, das muss à la ERV gewandet sein. Und also das heißt, Fahrt wird man sicher nicht. Und auch jetzt durch diese heurige Arbeit mit sehr vielen jüngeren Kollegen, also was mir so besonders gefallen hat, also das sind ja wirklich die absoluten, also die Superstars von heute, also eben, ob das der Paul Pizzer oder Seil oder alle anderen sind, also die sind sowas von bescheiden auf der anderen Seite, weil sie noch diesen Hunger junger Menschen haben, und das war also für mich, also das hat mich so zurückversetzt in die Zeiten der Anfangs-ERV, weil die sagen nicht, wie viel Kohle gibt es? Die sagen, okay, ist lustig, mach mal. Und da ist ein anderer Spirit dahinter. Und so war das natürlich auch schön, auch top junge Musiker kennenzulernen, die ich in der ERV wahrscheinlich nicht kennengelernt hätte. Aber das soll jetzt nichts, was die Zukunft betrifft, heißen. Aber es gibt, glaube ich, einige Dinge, die ich noch, egal mit wem, es wird noch einiges zu hören geben. Jetzt läuft gerade dein E-Mail-Postfach wahrscheinlich heiß, ja, okay. Die Telefone. Ja, nur das Einzige, wo ich jetzt nicht so, also was nicht ratsam wäre, mich anzurufen, ist, wenn man jetzt zum Beispiel Schlager macht oder so, da ist der Spitzer nicht so. Wobei, es ist ja zum Beispiel zwischen einem guten Chanson, ja. Und am Schlager ist ja eigentlich, es ist ja nur zum einen die Interpretation, zum zweiten der Text. Also das heißt, ja. Themen neu erfinden kann man kaum. Und was ans Herz geht, geht ans Herz. Und ja, und in Zukunft wird es halt ein paar Dinge geben, die also nicht nur lustig sind und nicht nur politisch korrekt, sondern auch ein paar Sachen, die
ja, was fürs Herz oder so. Da freue ich mich schon sehr drauf. Thomas, ich könnte stundenlang mit dir reden, aber wir machen es einfach so, du kommst bald wieder vorbei. Gerne. Danke dir, dass du hier gewesen bist bei uns im KRONE TV-Studio und Ihnen vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns ganz bald wieder. Boom, boom, boom.